Feineinheiten, die dann einfach mal wieder nicht funktionieren. Ich kämpfe gegen einen, der in Spawnpunkt drin ist. Und der spawnt dann die drei Gegner, die ich gekillt habe, wieder. Einfach nur, weil man eine gewisse Linie überschritten hat. Und das sind so diese kleinen Details, wo der Entwickler einfach noch gefällter Lappen ist, ey. Die einfach das System nicht mehr, wo es einfach nicht mehr Spaß macht. Riskieren wir mal einen Blick. Ich meine, ich kann nur nicht der Einzige sein, dem sowas auffällt. Natürlich. So, wie komme ich jetzt nach da oben? Von außen. Wenn die Gegner nicht so assi sind, dann funktioniert das auch. Warte mal, erstmal gucken, wo ich hin muss. Erst mir ein bisschen frei machen. Lass mich raten, wahrscheinlich hier irgendwie, hier so von außen. Ich weiß halt nicht, ob wir da hinkommen, da müssen wir wahrscheinlich außen rumfahren. Das verstehe ich nicht. Doch, jetzt verstehe ich's. Oh, schon wieder so ein Basilisk. Wenn dir solche Spiele keinen Spaß machen, dann solltest du sie einfach nicht spielen. Mir macht ja schon das. Wir machen diese Spiele ja schon Spaß tatsächlich. Aber es sind halt immer so diese kleinen Details, die mir den Spaß rauben, wo ich mir denke, okay, das passt jetzt nicht. Das ist halt immer, finde ich immer persönlich ein bisschen schade. Spiel selbst hier an sich gefällt mir schon, aber wenn ich halt mal so sehe, dass jetzt auf einmal in der Wüste die Gegner so assi stark sind oder das größte Problem halt ist die Ads, so nach dem Motto, ich besiege drei Ads, die machen mir mehr Probleme als diese eine riesige Dingsbums. Und das Kampfsystem ist einfach für mehr Kämpfe nicht ausgelegt oder nicht ganz. Und das ist das, was ich komisch finde. Oder was halt die Situation scheiße macht. Hinterlassen einfach einen sehr bitteren, ekelhaften Nachgeschmack. Und das ist das Problem. Was ich habe.
Hier zum Beispiel die unterirdischen Gegner von der Wüste zum Beispiel sind echt assi. Kommen aus dem Dingsbums raus, also von unten einfach rausgegraben und direkt eins. Geben dir direkt eine Bitch-Slap ins Gesicht. Das ist bäh. Was ich halt auch tatsächlich immer nicht leiden kann, ist auch bei Final Fantasy 7, dass du keinen richtigen Statuspunkt hast. Wo du sagen kannst, okay, ich mache halt ein bisschen wenig Damage, werde dafür nicht getroffen, also nehme ich Skillpunkte oder so und hau die halt in Stärke rein. Sondern es ist immer alles vorgefertigt. Aber das war bei Final Fantasy 7 zum Beispiel. Es ist ja auch der Fall. Du kriegst ja keine, du schaltest ja nicht frei so nach dem Motto, du machst jetzt ein bisschen mehr Schaden oder sonst was, sondern bist gezwungen, andere Sachen freizuschalten, um zum Beispiel mal 5% mehr Leben zu machen. Und das, also bei Rebirth zumindest. Und das finde ich halt auf der einen Seite sehr schade, weil das war beim originalen Final Fantasy 7 nicht der Fall. Aber das kann man ja vorher nicht riechen, dass die Entwickler dann hier das gleichnamige Spiel komplett rumdrehen und es in meinen Augen halt selbst nicht gespielt haben, weil es nicht, weiß ich nicht. Den Schilddurchbruch, bleiben länger in diesem Zustand, der gegen Boden gegangene Gegner verursacht. Oh, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Schubenergie. Erhöht den Schaden und die Wirkung vom Kampfverbrauchsgegenstände. Keine Wirkung bei starken Nightibars. Erhöht den Wirkungsbereich von Kampfverbrauchsgegenständen. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus. Verringe das Gegner. Das ist auch nicht schlecht. Das sind alles keine schlechten Sachen. Wir laufen als Teddybär rum. Und naja, das sind halt so Sachen, die ist einfach. Es ist einfach schade, dass es halt nicht. Dass du das halt vorher nicht siehst. Wieder so ein Zugangscode. Ach ja. Ach ja. Vor allem will man halt auch mal was Neues machen, weißt du? Wenn es nach dem Spaß gehen würde, klar, Ranch Simulator macht mir am meisten Spaß. Oder hat mir am meisten Spaß gemacht. Aber nach fast 1000 Stunden brauchst du halt auch mal einen Tapetenwechsel. Wo bin ich? Bitte, irgendwer, bitte befreie mich. Okay. Au. Achso, falscher Knopf habe ich gedrückt. Ich muss im Springen, muss ich ausweichen drücken, dass ich nach vorne dashen kann.
Okay, ich hätte doch einfach da hingehen können. Alles nicht so einfach. Anführer, ich habe versagt. Anführer, es tut mir leid. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe versagt, versagt, versagt. Die Dienstdrohnen können nicht zum Zielpunkt transportiert werden. Ich habe versagt. Sentinel. Wohl einer von Mews Leuten. Mögen deine Erinnerungen fort. Die Wartungsdrohne. Insgesamt waren es 4, oder? Dienstdrohne aktiviert. In der Nähe wurde eine Einrichtung mit Wartungsbedarf entdeckt. So, aber... Oh, komm schon. Die Drohne hat mir so einen komischen... Dingsbums gegeben. So viele Fässer. Da oben ist einer. Also auch manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Also irgendwie ganz komisch. Da weiß man auch nicht so ganz. Die waren jetzt zum Beispiel relativ simpel, weil die auf einmal irgendwie gut Damage bekommen haben. Hm. Kapierst du es nicht? Das war's für mich. Ich will niemals zur Last fahren. Los, schnell. Wenn du zögerst, bist du auch in Gefahr. Bitte verschwinde von hier. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Was ist denn da passiert? Das war bestimmt ein Gegner. Nee, tatsächlich nicht. Ich muss wahrscheinlich hier komplett durch. Ah, da ist noch. Dienstdrohne aktiviert. Einrichtung bestätigt. Breche jetzt auf. Okay, diese Drohne ist so verzweigt versteckt, dass ich die andere vorher machen musste. Und das wird wahrscheinlich auch die schwerste sein. Weil hier bestimmt auch Gegner auftauchen. Okay, das wundert mich. Das wundert mich. Das Lager ist nicht bemund. Ja, ist mir schon klar. Aktivieren. Starten. Einrichtung mit Wartungsbedarf registriert. Breche unmittelbar auf. So. Die Mission verlief reibungslos.
bis es aus dem Stand Sandsturm auftaucht. Das Monster mit einer Säge auf dem Kopf. Ich sehe immer noch, wie es meine Kameraden in Stücke reißt. Rate. Hauptmann Mo, wir haben versagt. Falls es Überlebende gibt, sind sie hoffentlich entkommen. Wiederherstellungsbein. Wiederherstellungsbein. Mach Namen. So. Ist doch schon mal besser. Modifikation. Na, super. Das bringt gar nichts. Exospein hier. Wiederherstellungseffekte erhöht sich um 10%. Interessant, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Dann will ich jetzt mal hier die nächste Drohne reparieren. Ich hab doch... Doch schon. Genau das ist eine dumme Sache. Der war doch schon tot. Warum kann der mich nochmal graben? Die Energie war finito. Der hat da nichts mehr zu suchen. Der hat mich nicht mehr anzugreifen. Er war tot. Und das ist zum Beispiel auch wieder so eine Designentscheidung, die ich absolut hinterfrage. Aber das kannst du ja beim Spiel nicht riechen. Das kriegst du ja nicht beim Kaufen mit. Oh, da ist ein Gegner. Der könnte dir vielleicht... Würde kein Entwickler machen. Also ein Gegner, der ist halt assi. Der spuckt dir einfach rein. Und bevor wir sagen, du kannst ihn umgeben, hauen wir den einfach, scheißen wir dem die ganze Zeit ins Gesicht. Also schnell aufstehen. Vor allem funktioniert das auch nicht immer. Total komisch. Das würde kein Entwickler machen, so nach dem Motto, wir haben was eingebaut, worauf du keinen Spaß hast. Also kauf unser Spiel nicht. Und das ist halt das, diese ekelhaften Tricks, die ich hasse. Hallo Drohne. Dienstdrohne initialisiert erledigt. Dienstlink erstellt. An sich ist beim Game alles soweit in Ordnung. Das, naja, was heißt alles? Das meiste. Sind wir realistisch. Bis auf halt diese Kleinigkeiten.
Das sieht doch schon wieder nach Bossgegner aus, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, was das lilane Leuchten ist. Ja, aber treib doch mal gleich. Was für ein abscheuliches Monster. Das ist die Rache der Sentinels. Alter Schwede. Okay, dann reparieren wir mal diesen Turm. Aber jetzt weiß ich wenigstens, was das mit diesem BU zu tun hat. Verstehe. Ein toter Löwe ist besser als ein lebender Esel. Ich habe es durch den Sandsturm geschafft und endlich als Ziel erreicht nach all den Strapazen. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Schon wieder so ein Zugangscode. Ja, ich habe jetzt 3 Zugangscodes, die ich überhaupt nicht zuordnen kann. N, Alpha... So, dann will ich den Solarturm mal... in Betrieb nehmen. Alle Systeme laufen. Oh, Gott sei Dank. Atomstatus normal. Neustart erfolgreich.
Großartig. Das war's. Die Lager haben wieder Strom. Sie sollten also wieder wie vorgesehen funktionieren. Super. So, da gehen wir zum Auftraggeber zurück. Ich habe das Gefühl, dass das den da hingerafft hat. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Die Mission ist abgeschlossen, Mew. Hey, Mew? Vielleicht ist er jetzt bei Ihnen. Bei seinen Kameraden. Siehst du, das habe ich mir schon fast gedacht. Als der Sturm abgeklungen ist, konnte Mew wohl in Frieden gehen. Würden deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Na dann. So. What the fuck? Wegpunkt, okay. Ich habe hier noch einiges zu tun. Einsatzteil starten. Tetrapod. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier noch einiges zu tun. Ich würde am besten vielleicht hier zurück und dann hier anfangen. Wie heißt denn das Lager? Verlassene Überführung. Ja. Das ist halt das Nervige. Die einfach von allen Seiten kommen und einfach auf dich eindreschen und du bei jedem Treffer einfach ein Backup kriegst. Ein Knockback, aber keine Unverwundbarkeit. So nach dem Motto, dass du die Chance hast, dich nach wieder zu fangen. Das ist ein bisschen unfair. Ich meine, selbst Dark Souls, wenn du da auf dem Boden liegst, darfst du aufstehen. Aber man muss ja immer ein Stück krasser, ein Stück härter, ein Stück brutaler sein. Und da ist es dann auch scheißegal, ob es die Leute mögen oder nicht. Und wenn man es halt nicht mag, dann ist man halt altbacken, einfach nur schlecht geworden und so weiter und so fort. Anstelle einfach zu sagen, okay, vielleicht geht das ein Ticken zu weit. Finde ich halt so ein bisschen schade, wie weit sich das halt reingesetzt hat. Entweder machst du es, wenn du mithalten willst, weil irgendwer das sagt, dass das eine Must-Have-Formel ist. Oder halt nicht. Und du gehst halt als veralteter, langweiliger Kacklappen irgendwie. Höchst fragwürdig. Genauso wie diese Gegner, diese schwebenden Tentakelviecher hier auf der ganzen Seite, die einfach vor dir mehr weglaufen und dich halt abfacken. Und du jede scheiß Munition halt extrem übelst kaufen musst.
Und so viel Fernkampf hast du halt auch nicht. Das zum Beispiel. Warum konnte ich mich nicht einfach rumdrehen und weiter auf ihn zuhauen? Obwohl ich den Fokus angestellt habe. Und das sind alles so Kleinigkeiten, auf die halt keiner achtet. Was aber eigentlich echt doch zum Gesamtgameplay dazu trägt. Und es kann auch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der sich an solchen Kleinigkeiten stört. Warum konnte er das Ding machen, obwohl er tot ist? Und warum ging das jetzt mit einem Schlag kaputt? Warum ging das jetzt mit einem Schlag? Also ich habe ganz viele Designentscheidungsfragen, die ich einfach nicht verstehe, wo ich mir denke, warum. Naja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es niemanden auf der Welt auffällt. Ich kann mir eher vorstellen, dass es einfach keiner hinterfragt. Wenn ich schon diese Kacklappen hier unten sehe, ey. Warum kann der das noch machen? Der war tot, weißt du? Und wenn er es machen kann, warum nicht immer? Warum immer nur... Wie vor... Was? Wo kommt denn jetzt auf einmal der Treibsand her? Auf einmal. Auf einmal. Das ist doch so blöd. Auf einmal so ein Treibsand, ne? Von jetzt auf gleich fängt sich der an, der Boden zu bewegen. Im Kampf kein Problem. Warum macht er das noch? Oh. Weird.
diese Gegner, ey. Natürlich die ekelhaftesten Viecher über. Ekelhaft. Verstehe. Und hier war so ein... Naja. So, gibt's hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Naja gut, es war ja erst... Wir haben sie erst voll gemacht. Na klar. Warum kann das Vieh sowas und mich dauerhaft knockbacken? Wo kommen die drei Viecher her? Die waren vorher nicht auf dem Bildschirm. Auf einmal waren sie da. Warum können die mich... Warte mal, ich will mal was gucken. Ich kann mir doch bestimmt sowas vorstellen. Sind keine besonderen, aber lass dich nicht von einer ganzen Schar überwältigen. Ich würde gern wissen, was ist mit diesen Übel. Haltorien sind ausrangierte, rostige Sicherheitsroboter. Sie greifen nur langsam an, können aber unerwartet losrennen. Also bleib auf der Hut. Mir geht es eher um diese Viecher. Ich will nicht Kampfinformationen, was sie haben können. Ich will wissen, gegen was sie anfällig sind. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass es scheißegal ist, was du machst. Geschützrohren sind alte, rostige, ihr Gehäuse kann mit einem Schwert zerstört und auch mit sich strahlen. Beschießen solltest du aufpassen. Dies machte sie natürlich anfällig für Nativa-Kontamination. Beschützer-Droiden sind überholt automatisierte Geschütze, die vom Markt genommen wurden, wie auch die anderen wurden. Aber tausende von ihnen als Schrottmüll, diese machte sie. Ah. Hält sich in Grenzen. Mm.
Na klar. Das war widerlich. Warum gibt es solche Passagen? Roboter ist da oben. Okay, die Frage ist, wie komme ich da hin? Hä? Von dort. Da ist doch schon wieder irgendwo so ein scheiß Wurm. Machst du dir immer noch um die Toten Gedanken? Du wirst auch sterben, wenn du so weitermachst. Konzentriere dich auf die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Nur so überlebst du. Und jetzt geh mir aus den Augen. Dahin muss ich. What the fuck? Name steht im Inneren dieser Tasche. Dann ist das hier vielleicht Frank? Ich habe keine Ahnung, was es hier noch alles gibt. Weird. So. Hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich will aber trotzdem noch mal gucken, wie ich an diesen scheiß komischen Roboter komme. Weil die haben nämlich immer gute Sachen. Kann ich einen Wandsprung? Nee, ne? Also von da oben. Muss da irgendwie hoch. Oh, ekelhaft. Map-Design ist grausam.
Aber wie komme ich denn da jetzt hoch? Noch eine Kiste. So, da komme ich doch bestimmt auch ohne dran. Omnibolzen.